Jeder Besucher, der in die Lorenzkirche eintritt, sieht links das grandiose Sakramentshaus, den Engelsgruß und dann das Vollkammerfenster, quasi als großartigstes Dokument der spätmittelalterlichen Glasmalerei. Gestiftet wurde es 1480 vom Ratsherr Peter Vollkammer. Er hat sich nach Straßburg gewandt, weil dort die großartigsten, qualitätvollsten Glasmalereien im Spätmittelalter hergestellt wurden. Und da Nürnberg nur das Beste für gut genug befand, haben sie sich nach Straßburg gewendet, um eines dieser berühmten Fenster dort zu bestellen. Das Kostbarste, was es im Spätmittelalter gab, waren die Vasa Sacra, also die Goldschmiedearbeiten. Und das ist eine monumentale Goldschmiedearbeit. Deshalb ist die so unglaublich kostbar. Das ist wie ein Schrein, der sich über das ganze Fenster hinaufzieht. Diese Großarchitektur, das ist das, was einen sofort gefangen nimmt. Vor allem, wenn die Sonne dann im Osten steht, am Morgen. Das hat eine Brillanz, die einem umhaut. Das bringt kein einziges Fenster in St. Lorenz so zum Ausdruck. Es ist trotzdem noch sehr kleinteilig. Und welche Präzision in dieser Kleinteiligkeit sich versteckt, welche technische Brillanz, das sieht man eigentlich normal nur mit dem Fernglas, aber wir haben die Chance, jetzt etwas genauer auf einzelne Scheiben zu blicken. Der ganze Prozess der Herstellung ist ja relativ komplex. Erstens müssen 1:1 Maße des gebauten Fensters existieren. Es gibt ganz wenige Quellen im Spätmittelalter, die uns berichten, wie das gemacht wurde. In Friedberg in Hessen hat man Tuchbahnen gekauft und hat damit die Maße übermittelt. Erst wird eine Skizze gemacht, dann wird ein 1:1 Karton ausgearbeitet, auf dessen Basis dann die Farben bestimmt und dem Glasschneider übergeben werden. Und er schneidet dann die einzelnen Gläser zu, die dann wieder auf den Gesamtverbund gegeben werden. Es wird dann aufgekittet auf eine große Platte und dann kommt der Glasmaler. Und der macht jetzt mit Schwarz-Weiß im Prinzip, nur mit Grautönen, diese irre Modellierung, die ja, mit Schongauer konkurriert. Feinste Überzüge, flächige Überzüge, dann wird das Weiß wieder wegradiert. Das heißt, die hellen Partien kommen ja dadurch zustande, dass das Glas dort blanker ist als an dunklen Stellen. Dann wird mit Pinsel nachgelegt, da wird wieder ausgeschabt, da wird radiert. Und wenn man den Detailkopf ansieht, wie bei der Katharina, dann verschlägt es einem kurz den Atem. In diesen Glasgemälden wird alles realisiert, was in der Glasmalerei möglich ist. Wir sehen Überfanggläser, also zweifarbige Gläser, die ausgeschliffen sind mit chemischen Substanzen. Das hat damals sonst niemand gemacht. Wir sehen eine Modellierung, die ihresgleichen sucht. Wir sehen beim Heiligen Georg einen Drachen, der so lebendig oder so schillernd und so fantastisch wie nur irgendwie dargestellt ist. Das ist ein violettes Glas mit Silbergelb, mit leichten Grünfärbungen. Also auch das sind koloristische Leistungen, die es in der Zeit kein zweites Mal gibt. Wir sehen den Georg selber in einer Rüstung, die ja quasi eine authentische Rüstung zu übertreffen sucht, in einem ganz wässrigen Blauton, durch den Maler noch illusionistischer dargestellt werden sollte als das Original. Im Auszug, also in der Architekturbekrönung, sind Christus und Marias Schmerzensmann oder Schmerzensmutter gezeigt und zwar in die Architektur eingestellt. Das heißt, der Glasmaler übernimmt ein Motiv aus der Sakramentsarchitektur und übertrifft es quasi in seiner dreidimensionalen malerischen Darstellung. Das Fenster gipfelt dann Gott Vater und Heiliger Geist. Und diese Elemente, gemalte Architektur, monumentales Goldschmiedewerk, das sind die absoluten Auszeichnungen dieses wirklich einzigartigen Fensters. Das galt bis ins 19. Jahrhundert als glanzvollste Darstellung des Mittelalters überhaupt. Wurde dann auch in Kopien auf den Weltausstellungen gezeigt. Und alle diese Charakteristika, die werden vereint in einer Musterscheibe, die wir am Germanischen Nationalmuseum haben, wo die Straßburger Werkstattgemeinschaft im kleinen Format alle Register ihrer Kunst zieht.
mit solchen Musterscheiben, wie wir sie haben, sind einzelne Werkstattmitglieder quasi auf Tour gegangen und haben gezeigt, so, wenn ihr ein Straßburg-Finster wollt, wie das in den Quellen heißt, dann können wir diese Qualität liefern. Das Mittelalter ist mit der Perspektive, mit dem Blick auf solche neuen Produktionsformen, auf eine absolut technische Brillanz, eine unglaublich moderne Epoche. Und genau das zu verstehen und zu durchleuchten, das versuchen wir im Germanischen Nationalmuseum mit einer der bedeutendsten Glasmalereisammlungen im musealen Besitz, die in direkten Dialog mit der Malerei und der Skulptur kommt, also im Prinzip das vollzieht, was wir im Vollkammerfenster selber dargestellt bekommen.